Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Laufenden Decken Podcasts, dem österreichischen Laufpodcast, den ihr immer gut und gerne in euren Ohren mit euch tragen möchtet. Wir haben die Möglichkeit, dass wir für euch für die Adidas Runners Vienna Night Mile, das ist ein 1,6 Kilometer Lauf auf der Mariahilfer Straße am 2. September am Abend, 2x2 Anmeldecodes, sprich 100% Rabatt auf die Startplätze verlosen dürfen. Was ihr dazu machen müsst, ist nur auf unser Instagram-Posting zu dem Thema, das wir raushauen, innerhalb der nächsten Woche, das heißt vor dem 25.08.2023, euch zu melden, einen zweiten zu markieren und halt uns und den Vienna Runners folgen. Und dann könnt ihr da mitmachen. Das ist Spaß und Community-Lauf. Danach geht es in ein Lokal, wo man noch was trinken kann. Und ihr kriegt ein Race-Shirt dazu. Alle, die nicht gewinnen, können sich natürlich auch so anmelden. Kostet 19 Euro. Dafür kriegt ihr ein Race-Shirt dazu. Das heißt, wer ein Lauflabel braucht und sagt, außerdem würde ich gerne mal mit ein paar Freunden laufen gehen, das ist eine gute Gelegenheit. Alle Details findet ihr auf der Nightmile-Seite, die wir in den Shownotes und im Posting verlinken. Jetzt viel Spaß. Und den ihr auch in eurer Hosentasche, in der Instagram-App und Facebook mit euch tragen könnt und den ihr euch auch ein bisschen aufs Geldbörsel legen könnt, wenn ihr uns auf Patreon und Steady unterstützt. Also könnt ihr uns voll inhaltlich 360 Grad sehen, hören und unterstützen. So wie man das vergern hat. Mit uns, meine einerseits, den anderen, hi Flo. Servus. Und den dritten, servus Jordi. Servus. Huiuiui, man merkt, dass du bei der Aufnahme in deutsches Land bist. Sogar das Tischen vom Bier ist so ein bisschen halb lahm. Dafür trinke ich heute ein köstliches fränkisches Bier aus Breitenlesau. Grüße gehen raus nach Breitenlesau. Ihr habt ein super Bier. Und das wird mir jetzt über die nächste Viertelstunde helfen. Und dann sitze ich da und... Also wenn er dann kurz aus dem Bild verschwindet, hol ich dir das zweite. Und damit ihr uns nicht nur bei einem netten Bierplausch zuhören müsst, wobei das ist sicher auch mal ganz geil, das sollte man mal eine Sonderfolge rausbringen, einfach quatschen und Bier trinken, haben wir uns den wohlbekannten Schinder vom Bisamberg, unseren allseits beliebten und berühmten Christoph, zu uns geholt. Servus. Grüß euch. Prost. Ja, und nachdem du keins hast, mache ich das für dich. Danke. Aber ich wollte dich nur kurz unterbrechen. Du sagst, wir sollten mal was machen, wo wir zusammensitzen, reden und Bier trinken. Ich frage dich, was haben wir die letzten 217 Folgen gemacht? Genau das. Was wäre an dem Format anders? Naja, dann würden wir wahrscheinlich noch weniger beim Thema bleiben. Es ist nicht leicht, aber grundsätzlich werden wir auch das noch hinkriegen. Ich kenn unsere Gespräche on und off eher, Peter, und die sind beide gleich deppert und beide gleich wenig dem Thema zugeordnet, um das es eigentlich geht. Ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Das liegt in unserem Naturell. Wir können nicht anders. Wir nehmen es uns oft vor und sind vielleicht besser, als wir mal waren, aber wir können auch nicht aus unserer Haut raus. Das wäre ganz schwierig. Also ich habe das schon ein paar Mal gesehen, wenn Lebewesen aus ihrer Haut raus durften, ist jetzt nicht unbedingt das Erstrebenswerteste im Leben. Es sei denn, du bist der Schlange. Ja, stimmt. Richtig. Dann kann man sich seinen eigenen Gürtel in den Schrank hängen. Gut. Zum Thema wieder zurück. Vier Veganer reden über das Häuten. Sehr geil. Man muss immer dabei bleiben, wo man sich auskennt. Und deshalb widmen wir uns von einem Thema, von dem wir uns nicht auskennen, Häuten, zu einem anderen Thema, wo wir uns nicht auskennen, strukturierten Training. Außer einer, das ist der Christoph, den wir heute wieder mit einem Bauchladen voller Fragen belästigen wollen, beglücken, beschenken, zum Frohlocken bringen möchten. Ich freue mich.
Wir zaubern ihm jetzt schon ein Lächeln auf die Lippen und er wird sich freuen, welche exorbitant guten Fragen er denn die nächsten 1 bis 1,5 Stunden serviert bekommt. Da schlackern ihm die Ohrwascheln. Ja. Oh ja, und wie? Da tropft ihm der Freudenschweiß unter den Achseln hervor. So, da schlackern die Ohrwascheln sogar unter die riesigen Kopfhörer. Unter der Mickey Maus. Ich hoffe, die halten das aus. Also, falls du da komisches Klappern hörst, das sind die Ohren unter die Kopfhörer. wo wollen wir anfangen? Vielleicht bei einem Themengebiet, das jetzt da beim Siasinal auf die Spitze getrieben wurde, zumindest einmal, aber auch regelmäßig im Amateur- und ambitionierten Amateurbereich oder Einsteigerbereich spannend ist. Und zwar, wenn ich Straßenläufer bin, egal welcher Couleur, wie schnell, wie umfangreich, völlig wurscht, und ich komme auf die Idee, irgendwann einmal auf den Trail abzubiegen. Also jetzt nicht nur zufällig einmal einen Forstweg zum Laufen, sondern man denkt, ach ja, Traillaufen wäre vielleicht auch geil. Wie geht es am besten an? Also muss ich irgendwas schon vorbereitet haben, bevor ich es anfange, oder kann ich es einmal ausprobieren? Oder was meinst du? Also ich würde mal sagen, es spricht nichts dagegen, das einfach mal auszuprobieren. Sinnvoll wäre natürlich, wenn man sich Trailschuhe besorgt. Muss aber auch nicht sein, weil gerade am Anfang reicht es wahrscheinlich, wenn man sie bei Steigungen, weiß ich nicht, von 2-5% orientiert. Also das ist sicher nicht das Tragische. Und auch der Untergrund muss jetzt nicht unbedingt sehr traillastig sein. Ja, einfach mal rantasten und ja, langsam angehen. Also der Unterschied ist jetzt, oder der Wechsel, würde ich mal sagen, von der Straße zum Trail, hängt halt dann vielleicht auch sehr viel ab von der Vorerfahrung, die du hast von der Straße. Ja, wenn du jetzt ein Sub, weiß ich nicht, 3 Marathonläufer bist, wirst du anderes schaffen an Umfängen und Intensitäten am Trail und auch an Einheiten, als wenn du da gerade mit dem Laufen begonnen hast und du denkst, naja, Straße ist vielleicht jetzt nicht so prickelnd, ich möchte dann doch vielleicht lieber ins Gemüse abbiegen. Ja, ich wollte nur zu den Schuhen sagen, ich glaube eher, dass es darauf ankommt, wo du jetzt unterwegs bist. Wenn du, so wie wir jetzt hauptsächlich im Wienerwald unterwegs bist, wir haben es eh schon öfters besprochen, der Jordi ist die erste Zeit mit seiner Art der Schlapfen, Straßenschlapfen, auch im Wald gelaufen, weil solange es jetzt nicht das Wetter besonders gatschig ist und im Sommer, wenn es trocken ist, kannst so gut wie alles auch mit die Straßenschuhe mal laufen. Und ich habe es letztens sogar wieder gemacht. Also ich war mit die Adidas Schlapfen auf der Pechtoldsdorfer Heide und habe ein Revival sozusagen gemacht. Genau, also das ist ja sicher kein Muss, kommt halt wieder drauf an, klassische Antwort, ja, es kommt drauf an und dementsprechend, ja, einfach mal ausprobieren mit langsamen, geringen Steigungen beginnen, aber was den Downhill betrifft, das ist halt vielleicht von der muskulären Belastung der große Unterschied zum flachen Laufen, bergauf, klar, wird man aber dann sowieso höchstwahrscheinlich in einen Hike-Modus oder Wandermodus wechseln, aber bergab ist natürlich die Belastung dann eine neue, ja, als wenn du flach unterwegs bist. Ja, und was würdest du sagen, wenn du jetzt so wie in unserem Breitengrad unterwegs bist, ist es wahrscheinlich relativ leicht, das zu kontrollieren, dass du halt, oder hast du auch gar nicht so die Orgensteigungen. Aber wenn du jetzt irgendwo in Tirol, Vorarlberg daheim bist, wo es nur eine Richtung geht, der Steilberg auf oder Steilberg runter. Naja, dann wirst du wahrscheinlich nicht von der Straße aufs Gelände wechseln, nicht, sondern bist eh am Berg aufgewachsen, oder? Ja, aber ich sage mal, ich denke mir nur, wenn es halt trotzdem läuferisch, Marathonläufer bist, wirst du halt dort auch meistens im Tal laufen. Ich denke mir nur, was ist dann trotzdem was man aufpassen soll, dort. Natürlich ist man es vielleicht ein bisschen mehr gewohnt, aber es ist ja trotzdem noch, wenn das Ganze läuferisch ambitionierter angekratzt ist, ich denke jetzt vor allem ans Bergablaufen,
ist es ja trotzdem noch was anderes, als wenn du das bergab gehst, oder? Oder nicht? Ja, natürlich. Der Impact ist ja viel größer. Ja, also die Belastung ist natürlich größer, wenn du bergab laufst, als wenn du bergab gehst. Und ja, das ist halt der wesentliche Unterschied. Ja, und das würde dann halt im Krafttraining abbilden, zu versuchen, ja, dass man da eben diese exzentrische Komponente versucht halt verstärkt zu trainieren, ja, mit, also nicht Step-Downs, Ausfallschritte und so weiter. Exzentrische Komponente ist in Peters sein Spezialgebiet. Der ist ein ja, bisschen exzentrisch. Oh ja. Was soll das? Deswegen kann er ja bergab laufen. Ja, ja, ja. Doch kein Exzentriker. Was ich mir gut vorstellen kann, ist jetzt, der Trail ist ja nicht Trail. Wenn jetzt der Ostösterreicher, der klassische von Trail redet, also Nordosten, so Niederösterreich, Burgenland, Wien, dann ist es ja Prater mit ein bisschen Steigung. Weil im Prater kannst du ja auch Trail laufen. Und wenn ich Leitergebirge. Natürlich kommt jetzt Leitergebirge. Ich wollte gerade sagen, du musst, wenn du von Burgenland und Wien redest, natürlich das gefährlichste Gebirge, das die Österreich, wenn nicht sogar die Welt, zu bieten hat, ausnehmen. Weil das, wenn du da direkt von der Straße kommst, bist du lebensmüde, ja, wenn du dort einen Schritt ohne Erfahrung reinsetzt. Also ich persönlich würde mich unter 3 bis 4 Jahren Trail-Erfahrung nicht allein ins Leitergebirge trauen. Bitte tut's das nicht. Es ist gefährlich. Und ich, da muss ich wirklich davor warnen, weil das ist mein Anliegen. Ja, man liest immer wieder, dass da Sherpas einfach so verenden im Leitergebirge. Es ist saugefährlich dort, wirklich. Wohl wahr. Da hat es nur einen Steinbruch nach dem anderen. Aber wenn jetzt da, ich nehme jetzt einmal den klassischen Prater Hauptallee auf und ab Gurka. Ja? Also 0 Höhenmeter, Asphalt und wir machen Intervalle oder Longruns dort. Wenn ich dort auf den Trail abbiege, also ich renne halt durch den Prater irgendwie kreuz und quer, brauche ich keinen eigenen Schuh, brauche ich sonst auch nichts, ich nehme mir vielleicht noch was zum Trinken mit. Dann schaut es ja auch nicht so blöd aus, wenn ich mit einem Trail-Rucksack herumlaufe. Muss ich, also wenn ich jetzt da von diesem Gelände ausgehe, muss ich dann bei Länge und Intensität auf irgendwas aufpassen? Oder sage ich einfach, laufst halt ein bisschen langsamer und weiß ich nicht, nur 80% von dem, was du auf der Straße machst? Oder bleibe ich gleich? Ja, wäre sicher ein Ansatz, aber ich würde das halt dann von der Kilometerleistung umwandeln auf eine Zeitdauer. Ja, wenn ich halt vorher eine Stunde unterwegs war für 10 Kilometer, dann bin ich halt nachher, wenn es ein bisschen bergauf geht, 8 oder welliger dahin so geht, bin ich halt nur 9 Kilometer unterwegs, ja, aber trotzdem halt mehr Stunde. Ja. Ja. Also da würde ich eher oft mit Zeitdauer. Obwohl im Prater, das heißt, wenn du auf den Trails unterwegs bist, gibt es auch kein Auf und Ab. Also. Ja, aber jetzt wurscht. Aber jetzt, wenn man sagt, sowas wie der Trail am Bisamberg, da kannst du es ein bisschen steiler machen oder ein bisschen flacher machen oder eben auf der anderen Seite Leopoldsberg auf oder so irgendwas. Wenn du natürlich in Tirol unterwegs bist, dann hast du halt gar einmal 30% Steigung und da ist dann ja, wobei die Wiener Berge sind auch nicht so zu vernachlässigen. Also das ist naja, halt, aber nicht, aber sind halt zu nicht unterschätzen. Lang. Ja. Ja. Sie sind einfach nur nicht lang. Aber ja, das ist sowieso was ich finde, für mich persönlich in den letzten Jahren generell finde ich, gerade wenn du jetzt nicht nur an Trails denkst, sondern auch an Richtung Ultras gehst, was wir dann auch noch kurz besprechen, ich finde dieses auf Zeit gehen, finde ich eigentlich immer, also gefällt mir persönlich eigentlich immer besser, weil es auch in die Ultras eigentlich hauptsächlich darum geht, wie lange du auf den Füßen bleiben kannst, ob das jetzt 40 Kilometer sind, du in 4 Stunden machst oder 25, ja, ist, finde ich, gar nicht so wichtig. Da spricht, also da spricht die Cut-Off aus dir. Nein, aber du also natürlich kannst du ja auch Blöcke machen, wo du einerseits vielleicht wieder auf Kilometer gehst. Du kannst einfach schneller laufen, dann geht es nur mehr um die Kilometer und nicht die Zeit auf den Beinen. Naja, ich bin trotzdem mehr Fan, also immer mehr Fan von Zeit, ja, zeitgesteuerten Trainings. Ich auch. Ist auf alle Fälle eine bessere Steuergröße als Kilometer im Ultrabereich. Ja.
Ja. Aber nochmal zurück zum Anfänger, der zum Trail wechselt, also auch im Wiener Bereich, alles schon da gewesen, ja. Eine Runde auf den Hausbergen kann auch zu Muskelbeschwerden führen. Ja. Naja, einmal U4 sind auch 800 Höhenmeter, glaube ich, oder so irgendwas, ja. Oder wenn du alles mitnimmst. Also es ist jetzt gar nicht so wenig. Ja. Also da bitte auch aufpassen und wirklich schauen, dass man mal mit wirklich niedrigen Prozentwerten von der Steigung beginnt. Das heißt, du wirst sagen, Zeit und vielleicht Herzfrequenz wahrscheinlich am ehesten schauen und nicht und vor allem weg von Pace auf Herzfrequenz gehen, weil viele Straßenläufer sind ja sehr Pace-fixiert. Ja. Und eine Zusatzgeschichte, die mir halt schon ein paar Mal aufgefallen ist, gerade von Leuten, die von der Straße kommen, dass sie alle Anstiege laufen wollen. Ja, kann man machen, ob sinnvoll ist. Ist halt die andere Frage, ja. Kommt halt dann wieder drauf an, ja. Worauf? Ob man nachher sie noch spüren will? Was das Ziel deiner Einheit ist. Ja? Wenn du Sub-3-Marathonläufer bist und du denkst, ja, ich möchte jetzt auf den Trail wechseln, dann spricht dir nichts dagegen, wenn du deine Intervalle auf den 5% laufst. Ja? Und machst halt unter Anführungszeichen Bergintervalle draus, ja? Oder Hügelintervalle. Ja? Also kommt immer auf das Ziel der Einheit drauf an. Ja? Ich habe da gleich noch bei der Peter auf Puls Steuerung angesprochen hat. Wir haben ja da einen kleinen Input von einem Hörer bekommen bezüglich Stride. Ist das auch was einem helfen kann? Also um das kurz auszuführen, das Stride ist im Prinzip ein Wattmesser für Läufer. Ist sehr, sagen wir, individuell. Also man kann auch, glaube ich, die einzelnen Stride Wattwerte, die da ausgegeben werden, nicht unter verschiedenen Läufern vergleichen, weil halt jeder ein bisschen anders läuft und der halt dann, also es ist nicht, weil es halt eine indirekte Messung ist im Prinzip über einen Beschleunigungssensor. Aber ich laufe schon jahrelang mit dem Stride und gerade bei Ultramarathons hat mir das schon immer einen guten Input gegeben, gerade auf den ganz, ganz langen Distanzen, wo ich jetzt sagen kann, bei mir 200 Watt. Das kann ich ewig laufen. Ne? Und wenn ich jetzt da nicht viel drunter und nicht viel drüber bin, dann weiß ich, dass ich da jetzt so in einem guten Bereich für mich selber bin und weiß ich, dass ich voraussichtlich durchkommen kann. Was dann halt hinten raus für Pace rauskommt, das zeigt sich halt dann. Genau. Na, ist auf alle Fälle eine gute Möglichkeit, wenn du Erfahrung damit hast, wenn du von der Straße kommst und du hast mit Watt gearbeitet, spricht natürlich nichts dagegen, das weiterzumachen und ist in dem Fall wahrscheinlich die bessere Messgröße, ja, als der Puls, der ja, was man schon sagen muss, natürlich von sehr vielen Einflussfaktoren abhängig ist. Ja. Also Temperatur und keine Ahnung, wie geht's mir gerade und vor allem reagiert er halt relativ langsam. Genau. Ja. Ja. Also dennoch würde ich für einen Anfänger, der jetzt da nichts mit Stride und Watt am Hut hat, mich immer nur auf den Pulsbereich verlassen und auf den zurückkommen, anstatt dass ich da mit Pace weiterlaufe. Ja, also das wäre natürlich ein Schuss ins Knie. Aber natürlich ist Watt als Steuergröße eine super Möglichkeit, wenn ich damit Erfahrung habe und das auch nutzen kann und auswerten kann, dann ist das auf alle Fälle eine gute Sache. Wir wissen halt die Limits auch von Stride, was das Bergablaufen betrifft. Ja, danke. Hast du dann deine nicht so aussagekräftigen Werte, je nach Untergrund auch, ist auch ein Faktor. Und das muss man halt mit einkalkulieren, aber ansonsten, ich finde gerade für bergauf und auf der Ebene ist es auf alle Fälle ein gutes Instrument. Ja, zwei Punkte, die ich anbringe. Einerseits zu Stride. Ich benutze auch schon lange einen Stride, aber gar nicht so sehr ich glaube doch nicht die ganz lange Distanz in letzter Zeit, aber gar nicht so sehr die Power, sondern ich benutze es vor allem als
zum Kilometer messen, weil es den genauesten, die genaueste Messung hat, die es quasi gibt und zuverlässiger ist als GPS. Und der Peter hat es ja in den letzten Folgen schon erwähnt, dass ich jetzt umziehe und mein Stride gerade irgendwo in irgendeinem Umzugskarton ist und ich noch nicht ganz weiß, wo, habe ich jetzt letzte Zeit mit GPS gelaufen. Da ist mir wieder aufgefallen, wie sehr du dann Hacker hast und wie wenig durchgängig und wie wenig gleichmäßig die Messung quasi ist mit GPS. Weil bei mir im Wald, da gibt es eine Stelle, wo, also bin ich gelaufen und habe auf die Uhr geschaut, so schnell oder langsam, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, laufe ich es definitiv nicht, weil mittlerweile kann ich vom Gefühl her da schon einschätzen, in welchem Bereich ich ungefähr bin. Und das hat einfach meiner Meinung nach noch nicht gestimmt. Und das lag daran, weil das GPS-Signal meiner Meinung nach nicht gut war. Ja. Und das bietet das Stride zusätzlich. Und das ist für mich noch mehr Mehrwert, dass ich, wenn ich mich schon von mir aus auch auf Kilometer oder was auch immer verlasse, dass das zumindest genau und durchgängig ist. Und was anderes, was ich noch sagen wollte, ist, ich finde, es kommt auch immer darauf an, für welche Länge ich trainiere. Wenn ich für einen 15 Kilometer Trail trainiere oder mich in dem Bereich befinde, dann kann ich Dinge laufen, bergauf laufen, versus wenn ich mir 100 Kilometer Lauf trainiere, dann gehe ich auch Dinge, die ich vielleicht laufen könnte, weil ich weiß, dass ich sie im Rennen definitiv nicht gehen will, nicht laufen will. Da würde ich dir gern heftig widersprechen. Weil. Ja! Danke! So, 2-1, du verlierst. Joe hat nur gejubelt, weil du widersprechen willst, nicht weil er deine Meinung genau. ist. Genau. Ja, egal. Nein, auf keinen Fall. und zwar, ich glaube, das kommt immer darauf an, was für ein Trainingszustand, das du hast, weil wenn du jetzt, der einen 100er laufen kann, auf einen 15er trainiert, sagt er, das ist für einen ein kurzer Lauf, den er Vollgas gehen kann. Jemand anderer, der jetzt gerade auf Halbmarathon-Niveau auf der Straße ist, oder längenmäßig maximal, wird den 15 Kilometer Lauf bergauf hoffentlich gehen, weil sonst geht er nämlich bei 15 Kilometer Trail gut sterben. Wenn wer anderer an 100 Meiler in 20 Stunden läuft, soll es geben, solche Menschen, die laufen dann auch bergauf, die Anstiege, die wir aber schon ganz lang gehen. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, von welchem Bezugssystem, dass du kommst, ob du was laufst oder gehst. Deswegen habe ich gesagt, würde ich nicht, sondern würde ich. Ich wollte damit nur relativieren, dass die Entscheidung, ob ich was, also einerseits, das ist meiner Meinung nach von jetzt eher Anfängern oder so ausgegangen, wurscht. Aber ich wollte nur sagen, dass die Entscheidung, ob ich etwas laufe oder wie schnell ich etwas laufe, auch davon abhängt, für was ich trainiere und wie ich es dann dort im Rennen machen will. Und dann ist natürlich richtig, was du sagst, wenn ich ein Kilian Jornet bin, der einen UTMB in 20 Stunden läuft, der wird auch im Rennen die Sachen bergauf laufen. Ich definitiv nicht. Braucht aber auch kein Wattmesser. Wer weiß, vielleicht schafft es dann irgendwann in Sub 19 mit Wattmesser. Das weiß man nicht. Der verwendet sicher auch eine interessante Belastungssteuergröße, nämlich RPE. Was auch noch eine Möglichkeit ist, für einen Anfänger vielleicht nicht so einfach. RPE was ist nach Gefühl, RPE? Ja. Was ist das? Die Rated Perceived Exertion, die gefühlte Anstrengung. Ist von einer Skala von 1 bis 10. Okay. Das heißt, 1 ist fast keine Anstrengung, wie herumsitzen. 10 ist, atmen, 10 ist all out. Okay. Kübel umarmen im Ziel oder ähnliches. Und demnach ist es gerade auch im Ultra-Bereich, wenn wir da vielleicht später noch dazu kommen, durchaus eine valide Steuergröße und Belastungssteuermöglichkeit, weil du halt beim, gerade wenn wir jetzt vorher gesprochen haben, auch vom Puls und wir haben es ja auch beim Mozart gesehen bei dir, da später noch dazu kommen, dass du halt irgendwann keine validen Daten mehr bekommst von der HR, von der Herzfrequenz. Ja. Ja. Und eben aufgrund der Erschöpfung und der Ermüdung. Und deswegen, um da jetzt zurückzukommen zum Kilian,
der hat halt so ein gutes Körpergefühl, der weiß ganz genau, ist das jetzt Steady State, was er läuft, oder ist das Erholung? Ja, und so wie er das letzte Mal einen Running Stone Cold hat, war das wahrscheinlich ein RPE von 2-3 oder so, ja, oder 4 vielleicht. Von 10, ja. Ja, da ist also, er irgendwie 38. geworden. Zu dem RPE habe ich die Frage. Von der Anstrengung oder von der Intensität, wenn du ich nehme jetzt so diese klassischen Marathon-Trainingspläne her. Vor allem, wenn sie so ein bisschen ambitionierter werden, sind ja extrem viel hochintensive so Tempodauerlauf, Endbeschleunigung, also diese ganzen ekelhaften Geschichten drinnen. Ja. Wenn man von der Straße auf dem Trail abbiegen würde, oder wenn man das tut, ändern sich die Intensitäten dann? Dass man sagt, hey, die Sachen fährst du ein bisschen zurück, dafür sagst, hey, wandern wäre mal eine gute Idee, weil dann das hilft der bergauf gehen, oder mach lieber eine Krafttrainingseinheit mehr. Also ändert sich, also baut man das Training einfach für um? Ja, wobei man dazu sagen muss, dass du ja Marathonpläne oder Marathontraining nicht eins zu eins dann weiterverwenden kannst oder umlegen kannst auf den Ultrabereich. Also da muss man schon ganz klar einen Trennstrich ziehen und eben spezifischer werden. Ja, im Ultrabereich hast du andere Anforderungen als beim Marathontraining. Nee, also, das geht dann nicht mehr. Also Entschuldigung, ja, im Ultrabereich schon, aber wenn ich jetzt so sage, ich baue einfach langsam Höhenmeter auf, also gibt es da irgendwie einen gewissen Ratio, dass man sagt, hey, Höhenmeter steigerst bitte auch nur um so und so viel Prozent, wie man das halt bei der Länge macht. Und warum ich das gefragt habe, war, wenn jetzt zum Beispiel, so wie wir es jetzt in Sersinal gehabt haben, der Hendrik Pfeiffer, der halt auch 2:10 Marathonläufer, glaube ich, ist oder so, ein Deutscher, auf einmal in so einen Bergmarathon umsteigt, ob sie bei dem dann, also bei jemandem in der Qualitätsklasse, weil es ist ja die gleiche Länge quasi, die du laufst, nur halt mit brutal Höhenmeter, ob sie dann das Training massiv umbaut oder ob das einfach ist, naja gut, jetzt baust du halt Höhenmeter ein, aber trotzdem knallst du so und so oft die Wochen den Berg rauf und runter. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und du hast ja im Marathon-Training hast du ja eindeutig, bist du eindeutig Pace gesteuert. Ja. Und das kannst du am Berg nicht machen. Ja. Deswegen ist das schon mal der große Unterschied. Und von den Einheiten her wirst du natürlich auch, was die Belastungsgrößen betrifft, auch unterscheiden müssen. Ja, wenn du jetzt, weiß ich nicht, dein Schwellentraining, um jetzt irgendwas einmal herauszupicken, auf der Flachen gemacht hast, und dann kannst du das nicht eins zu eins, weil du kannst es probieren, eins zu eins umzulegen, aber dann musst du halt andere Belastungsgrößen wieder hernehmen, ne, weil die Pace nicht funktioniert. Also dann musst du dann wieder entscheiden, funktioniert der Puls noch in dem Bereich oder ist es doch besser, mit Watt zu arbeiten? Aber oder du verlässt dich dann auf dein Gefühl. Wenn du mit 2:10 unterwegs bist am Marathon, wirst du wahrscheinlich auch schon ein Gefühl haben für deinen Körper. Aber du könntest sagen, sechsmal 10 Minuten an der Schwelle oder 6-mal, weiß nicht, 20 Minuten an der Schwelle, weil das ist ja wurscht, ob ich es flach oder hoch mache, es ist einfach nicht so weit. Ja, natürlich. Okay. Ja. Ich finde, das ist aber auch wenn es um Intervalle geht, bin ich mittlerweile, habe ich es fast lieber, wenn du mir, du machst es zwar nicht immer, aber weil es ja bei mir auch zumindest ein bisschen hügelig ist, so, wenn das irgendwie nach Minuten oder halt auch nach Pulsbereich ist, weil dann gesteuert wird, weil dann könnte ich sie theoretisch auch quasi im Wald laufen, weil wenn da jetzt steht, ich muss in 4:30 laufen, dann tue ich mir bergauf bei gewissen Steigungen ein bisschen schwerer, sind 4:30 zu laufen, zum Beispiel. Und da ein
pulsgesteuerte, also der wattgesteuerte Angabe könnte ich am Berg genauso erfüllen, und weil grundsätzlich fürs Herz und für das Herz-Kreislauf-System ist ja dann grundsätzlich wurscht, die Anstrengung ist ja dann trotzdem die relativ dieselbe. Ich hätte halt noch im hügeligen Gelände zusätzlich den Vorteil, dass ich ein bisschen einen Muskelreiz setze, weil ich halt bergauf mich natürlich anders anstrenge, als was ich das in der Geraden mache. Ganz genau, ja. Und es spricht ja auch nichts dagegen, trotz allem auch im Flachen zu trainieren, ja, wenn du jetzt auf einen Bergmarathon trainierst. Ja, es ist dann eben wieder eine Frage von Belastungsintensität, was brauchst du, was vertragst du am Berg, was die muskuläre Ermüdung betrifft und so weiter. Und insofern, it depends, ja, würde ich mal sagen. Das ist sowieso so ein Thema, das mir schon länger irgendwie so im Kopf herumschwirrt, weil, wie soll ich sagen, zusätzlich dazu ist es ja oft so, wir Ostösterreicher haben oft das Problem, dass wir jetzt nicht die Mörderanstiege haben. Das heißt, alles das, was wir auch quasi am Berg trainieren, darüber lacht ja Tiroler und der Westösterreicher drüber, für den sind das ja nur kleine Hügel, die sie mitschlucken. Moment, da darf ich das sagen, was wir auch schon in der Steiermark über Niederösterreicher und Burgenländer gesagt haben und Wiener. Dort, wo bei euch oben ist, ist bei uns noch nicht einmal unten. Danke. Aber zum Beispiel das mit auf einer flachen Training, das haben wir auch, egal wie lang ich laufen will, das haben wir eigentlich immer gemacht. Aber auch, und wir haben da beim Anfang vom UTMB-Training so ein bisschen drüber geredet, so wie baue ich Höhenmeter ein, Höhenmeter versus Kilometer, weil das natürlich immer so eine Frage ist. Aber würde es nicht eigentlich auch Sinn machen, das quasi so irgendwie in Blöcke einzuteilen, dass ich sage, okay, den einen Zyklus, lass es da, wenn ich ein 2-1-System habe, das heißt, ich belaste 2 Wochen, also nochmal 3 Wochen, ich belaste 3 Wochen, ich habe eine Woche Erholungswoche, dass ich irgendwie sage, die nächsten 3 Wochen konzentriere ich mich vorrangig auf Höhenmeter, das heißt, ich schaue, ich mache viel repetitiv, weil ich habe halt irgendwie nur einen Bisonberg und das sind 200 Höhenmeter und ich will 4.000-5.000 Höhenmeter in der Woche machen, steigere mich das und was Kilometer rauskommt, raus. Und damit ich halt auch nicht die Kilometer verliere, mache ich den nächsten Block dann fokussiert auf Kilometer, und da würde sich dann zum Beispiel mehr Straßenlauf jetzt anbieten, weil da kann ich dann leichter Kilometer schubern. Ist sowas auch sinnvoll, um quasi so beides ein bisschen in den Fokus drücken, abzudecken und aber nicht nicht zu verlieren quasi? Ja, gerade was Blockperiodisierung oder Blocktraining betrifft, gibt es ja die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Ja? Also was du in deinen Block dann an Training einbaust, kann vieles sein. Ich glaube aber Sinn macht, also ein Block insofern ist, Blöcke zu... Ja, ein Block ist immer Belastung, Entlastung. Also so 2 bis 3 oder 4 Wochen ist ein Block, oder? Von dem wir reden. Zum Beispiel. Ja, okay. Kannst du nehmen, ja. Also ein klassischer Mesozyklus, wie es in der alten Wissenschaft verwendet wurde oder immer noch verwendet wird. Und ich würde jetzt nicht unbedingt die Blöcke so trennen, dass ich sage, ich mache einen Flachblock und einen Steigungsblock. Das ist mir irgendwie zu unspezifisch. Ja? Also ich würde das eher nach Intensität verteilen, ja, dass ich eben zuerst mich konzentriere auf V2-Max-Entwicklung, dann weitergehe in einen Tempoblock mit vermehrt Richtung Schwelle Arbeit, und dann je näher ich halt zum Bewerb komme, eben dann noch spezifischer wird, ja, so wie wir es jetzt halt auch gerade haben. Nein, also ich wollte nur festhalten, ich habe gar nicht gemeint Flachblock, sondern nur quasi, dass du Kilometer, also eher Richtung Kilometer fressen, wo du halt vielleicht ein bisschen mehr auch auf nicht so steilem Gelände laufst, damit du eben auch auf Kilometer kommst, versus eher dort, wo du Höhenmeter, weil dann, wenn du in Fokus auf Höhenmeter hast, dann ist das auch viel muskulär, weil... Umfang, Fokus auf Umfang liegt dann in der wirklich unmittelbaren Vorbereitung, ja. Also da
Da würde ich am Anfang gar nicht so jetzt drauf Wert legen. Ja, gerade wenn ich sage, ich möchte jetzt in einem Blog V2 Max entwickeln, da geht es mir nicht um den Umfang, ja, da geht es wirklich um die Intensität und das ist Belastung dann genug. Ja, da kann ich nicht noch mit Umfang zusätzlich arbeiten. Also das wäre zu viel des Guten. Wenn jetzt aber die klassische, was nicht, Wettkampfsaison hernehmen, wenn ich jetzt so lustig bin, dann habe ich vielleicht noch einen Vorbereitungswettkampf, nicht so wie bei den Marathonläufern im März oder Februar schon, sondern im Trail fangst du ja eher erst im, weiß nicht, Mai an, weil sonst geht halt nur irgendwas ganz Flaches, weil am Berg ist halt immer noch viel Schnee normal. Dann fangst du im Mai an und es geht bis Ende September und dann war es schon wieder fast. Ist dann alles, was irgendwo zwischen, keine Ahnung, Tapering für den ersten Wettkampf und Absolvieren des letzten Wettkampfs passiert, kann man da eigentlich noch gescheit sich weiterentwickeln, Form aufbauen oder ist es quasi, naja, wie soll man sagen, bessere Form Erhalt oder noch ein bisschen Löcher stopfen? Weil du hast dann halt... Du meinst in dieser Wettkampfphase? Genau. Dieser klassischen. Weil wenn du irgendwie im Sommer vier Wettkämpfe hast, ich meine, viel strukturiert herumbauen kannst du dann nicht mehr, oder? Oder schon? Ja. Siehe Courtney, ja. Ich weiß nicht, ob man die als Paradebeispiel hernehmen kann, also, weil... Der Peter ist doch mindestens so gut, oder? Wahrscheinlich beim Pizza essen. Nein. Noch nicht einmal da wahrscheinlich. Aber natürlich, das sind aber oder, naja, ernsthaft, das sind halt, ich schaue in Schwarz auch nicht schlecht aus. Die Überlegungen, die du anstellen musst, ja. Und natürlich kann das ein Problem sein, wenn die Wettkämpfe zu eng liegen und du nicht diese Fitness hast wie eine Courtney. Mhm. Ja. Klassische Wettkampftouristen, die überall dabei sein wollen, aber dazwischen nichts trainieren, ist halt schwierig, ja. Ich möchte nur eins festhalten, Peter, du schaust, egal was, du schaust nie gut aus. Danke. Beauty is only light switch away. So. True. was halt meine Frage ist, kann man, weil wie wir es jetzt gemacht haben in der Vorbereitung, dass wir gesagt haben, wir planen die Wettkämpfe so, dass jetzt zum Beispiel der Gehgut, der jetzt ja gerade war bei mir, der kürzere, war ja im Endeffekt da, nennen wir es mal Aufbauwettkampf. Oder schon auf Anschlag, aber das war jetzt nicht der A-Wettkampf vom Jahr. Dass man am Anfang vom Jahr, von mir aus im November, Dezember, Jänner, sagt, okay, wie viele A-Wettkämpfe kannst du im Jahr dann machen? Zwei, drei und der Rest vielleicht dazwischen so, weil es wurscht ist, ob es ein Training ist oder halt ein, wie nennt man das, betreutes Training mit Labestationen. Neun? Ich hoffe, man kann 9 A-Wettkämpfe in einem Jahr machen. 9. Warum 9? Warum? Warum weil 9? In jedem Bundesland ein A-Wettkampf haben will. Ah, ja, richtig, ja. Christoph, ja. Hier, wir brauchen ein strukturiertes, punktgenaues Training für einen neuen... Ich kaufe ein C. Ja. Wir machen C-Wettkämpfe draus. Dann geht's. 9 C-Wettkämpfe? Kein Problem. 9 C-Wettkämpfe. Okay. Aber gut. Um auf deine Frage zurückzukommen, Peter, es ist mir wurscht. Ja, ist mir wurscht. Hauptsache 9. Ja, siehst du, das ist ein C. Ja, genau. Wie viele A-Wettkämpfe du unterbekommst, hängt ganz stark von deiner Fitness ab. Ja? Aerobe Kapazität. Wirklich? Weil bei einem guten Marathonläufer sagst du ja, also ein guter Marathonläufer macht ja trotzdem nicht mehr als 2 oder 3. Wurscht, wie fit das der ist. A Kipchoge macht ja, nicht 8 A-Wettkämpfe pro Jahr. Und der ist echt fit. Ich würde sogar fast argumentieren, dass der weniger macht, weil er so fit ist, dass er sich bei einem so aus dem Leben schießt. Und Otto Normal kratzt irgendwie so bei 70% wenn überhaupt, bei seiner Leistungsfähigkeit. Und er bringt in dem einen 100%. Und ja, dann ist er einfach
Und das kannst du halt nicht so oft abrufen. Er könnte genau. Auch das sind halt wirkliche Spitzenleistungen laufen und ja. ins Ziel kommen. Aber das sind keine genau. Spitzenleistungen und das interessiert ja. ihn noch nicht. Der will nicht ankommen, der will ja. unter 2 Stunden in Berlin laufen. Und das kriegst du nicht 5-mal im Jahr hin. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass mich die schnellen Marathons überhaupt haben mich jedes Mal mehr gekillt als die langen Ultramarathonläufe. Also ich war. Ja, die Intensität ist eine andere. Ja. Die Labestationen sind nach der Marathon-Bestzeit. Ja, auch. aber ich meine, ich habe halt auch weniger Zeit an den Labestationen verbracht. Das mag natürlich sein, ja. Weil bei wie vielen Marathons hast du bei der Labestation ein Bier geholt? Ja, schon bei mehreren, aber. Das waren halt nicht die Bestzeit-Marathons. Bei wie vielen Ultras hast du dir ein Bier geholt auf der Labestation? Bei mehreren. Auch bei mehreren. Verstehe ich. Solange es eins gegeben hat. Ja. Wenn es eins gibt, haben wir auch mal nur eins getrunken. Ja, vom Durst hat keiner geredet. Richtig. Ja, so schaut's aus. Für Jordi sind das ja alles, die neuen Marathons ja eigentlich alles nur glorifizierte Back-to-Back-Einheiten. Also ich meine, das ist ja richtig. Ein Marathon nach dem anderen. Und weil wir das Thema ja quasi hatten, dass wir Richtung Ultra gehen, ist ja die klassische Back-to-Back-Einheit ja auch quasi täglich Brot oder wöchentlich Brot. Warum mache ich das eigentlich? Ja, vor allem diese Back-to-Back-Einheit. Was meinst du mit Back-to-Back? Also erklär bitte mal kurz, was du mit Back-to-Back meinst. Ob das nur 2 Trainings hintereinander sind oder wann das bei dir anfängt. Ja, Samstag 30, Sonntag 40 oder irgendwie sowas. Ich habe jetzt eigentlich einen Trainer gemeint, deswegen. Er schaut gerade so verwirrt. Also, aber der Jordi kann es besser erklären. Back-to-Back sind zwei aufeinanderfolgende Einheiten, ja, die meist gleich von der Intensität und vom Umfang sind. Hallo? Aber längere und Einheiten, warum oder? Warum machen wir die? Oder irgendwelche Einheiten? Muss es nicht zwingend länger sein. Okay. Das sind halt Doppeldecker. Ja. 2-mal das Gleiche oder einmal, so wie der Charlie sagt, einmal 30, einmal 40. Ja. Alles möglich, ja. Aber hast du dann auch, dass du irgendwie sagst, was ja viel auch irgendwie, was man auch immer wieder hört, dass man den ersten Lauf, danach irgendwie weniger Kohlenhydrate, damit man so ein bisschen depleten in den nächsten geht. Was hältst du von diesen ganzen Spielereien, wo du da irgendwie deinem Körper noch irgendwie Reize setzt, damit der zweite noch irgendwie so ein bisschen spezieller ist? Ist das also auch was von weniger Kohlenhydrate halt überhaupt nichts. Ja. True. Also das ist einmal ganz, ganz klassisch, ja, lieber Peter. Ja. Was willst du dazu sagen zum Thema wenig Kohlenhydrate? Wenig Kohlenhydrate. Also man kann es nicht oft genug predigen. Einfüllen, üben, ja. Nahrungsaufnahme, Energieaufnahme, trinken, gehört alles dazu, ist alles essentiell im Ultra. Und jeder, der es unbedingt ausprobieren will, bitte lauft 3 Stunden ohne Verpflegung, nur mit Wasser und viel Spaß an der Wand. Ja. Ich habe aber eher gemeint, die restriktierte Kohlenhydrate nachher, damit du am nächsten Tag so ein bisschen depleted in den Lauf reingehst. Also das habe ich auch schon mal gehört, dass du quasi einen normalen Trainingslauf machst, am Abend quasi weniger hast, damit du quasi mit sowas wie leichteren Defizit reingehst und so ein bisschen trainierst, dass du aus so einem... Wenn das dein Trainingsziel ist und dein Fokus, also im Ultrabereich, würde das nicht machen. Ja, das kann man in anderen Bereichen vielleicht mal andenken. Ich kenne es vom Triathlon, wenn du sagst, okay, du möchtest da vielleicht Reize setzen. Ah, Selbsthassfraktion. Aber im Ultrabereich würde das nicht machen. Und schon gar nicht bei Back-to-Back-Geschichten. Ja, da ist die
Belastung eh so groß, du gehst eh dann schon ermüdet in den zweiten Tag rein, also da sollten die Kohlenhydratspeicher möglichst gefüllt sein und nicht nur danach und davor, sondern eben auch währenddessen. Und ja, der große Vorteil ist halt von diesen Back-to-Back-Schichten, dass du halt innerhalb von 2 Tagen zum einen einen super Umfang, dafür nutze ich es, unterbekommst und hast dort einen tollen aeroben Kapazitätszuwachs, ja, den du eben da konzentriert noch reinbekommst. Warum hauen dann eigentlich diese Doppeldeckereinheiten so viel mehr um wie eine lange Einheit? Also wenn ich jetzt da, weiß nicht, Wenn du zu wenig schlafst, Peter. Das tue ich bei einer langen Einheit auch nicht. Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema. Schlaf ist die wichtigste Regenerationsmöglichkeit. Worauf der Christoph anspricht, ist bei einer Doppeldeckereinheit von neulich, bei der ich dazwischen offenbar laut Schlaftracking der Uhr irgendwie keine 6 Stunden geschlafen habe. Obwohl ich es versucht habe. Es hilft ja nichts. Ich kann auch nichts dafür. Und dementsprechend, also ich war am ersten Tag schon fertig. Nur ich finde es komisch, dass wenn du jetzt da 80 Kilometer laufst, dass du nicht so fertig bist wie bei, weiß ich nicht, 2x 40. Also da bin ich noch am zweiten Tag echt mehr im Eck. Ist das nur individuell? Bevor du startest, oder wie? Nein, also nach 2 40er Einheiten, also Samstag, Sonntag, ja, bin ich mehr am Montag, bin ich am Montag mehr fertig, ermüdet, wie wenn ich einen 80er mache. Ist das Absicht oder ist das individuell? Ich glaube schon, dass es individuell ist. Ich meine, kann man es eigentlich fast gar nicht vorstellen, dass da mehr ermüdet bist, wenn du dazwischen noch schlafen kannst, aber ja. Ich glaube, der Peter schläft einfach falsch. Ist ich glaube, der macht sogar beim Schlafen viele. Ja, doch schlimmer, wenn du dann noch einmal rein musst in das Ganze, als wenn du es am Stück gleich absolvieren kannst. Ja, glaube ich auch, aber warum ich es gefragt habe, war, weil ich das schon gehört habe, auch von einer anderen Athletin, die gesagt hat, dass ihr Trainer hat zweimal, ich glaube, die trainieren auf längere, flache Geschichten halt, also auf Straßengeschichten. Der schreibt rein, was weiß ich, 2x4 Stunden laufen, einmal in der Früh und am Abend. Und auf einmal ist es nicht so anstrengend wie auf zweimal. Und das habe ich. Ja, wenn es halt vorher müdet, ja, ist halt vorher müdet ist immer schwierig. Ja. Und da wieder reinzukommen und reinzugehen, da ist halt auch entscheidend, wie regenerierst du dazwischen. Ja, wenn du das, ich glaube schon, wenn du das perfekt umsetzen kannst und gut timest von der Ernährungsstrategie und von der Flüssigkeitsaufnahme, dass es dann nicht so dramatisch ist. Ja, du bist natürlich auch vorermüdet und ist auch Teil des Konzepts vom Back-to-Back, aber ich glaube, dass es dann trotzdem nicht so schlimm ist, wenn du gut erholen und regenerieren kannst. Ich habe mal, ich glaube, es war der Michael Arendt, der hat einmal eine Studie gebracht, dass es sehr wohl einen Unterschied macht. Sie haben irgendwie 100 Meilen mit so einem Stage Race verglichen und ich kann mich nicht mehr genau erinnern, warum, aber dass die Regeneration nach diesem Stage-Ding länger gedauert hat als nach einem singulären. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher und ich kann es doch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit irgendwie wiedergeben. Aber das wäre sowieso, was mich noch interessieren wird, weil wenn wir bei Back-to-Back-Einheiten sind, was hältst du jetzt dann von wenn ich das an einem Tag mache? Das heißt so, ich mache in der Früh irgendwie einen 10er oder 12 und am Abend nochmal, um quasi, sag jetzt einmal, zeiteffizienter auch an einem Tag auf mehr Kilometer zu kommen. Ist es das, wo du sagst, für das ist die Regeneration zu kurz, wenn das quasi an einem Tag ist, oder nicht? Also in unserem Fall, was wir so machen in unseren Gefilden und mit unseren
mit unserem Fitnessfaktor, würde ich jetzt mal sagen, wäre es zu kurz, macht es keinen Sinn, wo wir unterwegs sind. Aber es kann natürlich für andere Athleten durchaus Sinn machen. Ja, also wie zum Beispiel jetzt Straßenlauf, je nach Zielsetzung und also so Andi Walter, Ingebrigtsen und so weiter, die machen ja, glaube ich, klassisch zwei. Die machen, glaube ich, klassisch zwei Einheiten am Tag. Ja, ja. Da geht es gar nicht anders, dass du es unterbringst, die Einheiten. Aber im Ultrabereich sehe da keine Notwendigkeit und glaube, dass es auch eben, was die Regeneration betrifft, kontraproduktiv wäre. Ja. Naja, halt in der Früh 10 Kilometer in die Arbeit laufen, dann ein bisschen in der Arbeit regenerieren und abends 20 Kilometer haben laufen. Es geht natürlich. Ja. Naja, kannst natürlich machen. Naja, vor allem der Jordi hat ja auch in der Arbeit noch die richtigen Mittel, damit er schnell regeneriert und dann wieder fit ist. Naja, wir haben. Sind das nicht eher die Mittel, dass du da nicht aufhören kannst zu laufen? Ist das nicht eher dann Kontraregeneration, wenn du dann ein bisschen die Geschwindigkeit kriegst? Details. Hauptsache schnell zu Hause. Er bräuchte dann eher das Pflanzenzeug, was dich vielleicht ein bisschen runterbringt oder so irgendwie. Das ist noch am oben, damit er besser einschlafen kann. Ja. Siehst, und jetzt genau da ist dein Problem. Du nimmst entweder keine oder die falschen oder zu wenig Drogen. Irgendwas. Oder ich habe es vertauscht. Was ist wie bei den Nahrungsergänzungsmitteln, dass du in der Früh, abends und so, wenn du das falsch rumnimmst, das ist alles ganz schwierig. Das ist, weiß ich noch, kein das nicht das richtige Pflanzenzeug ins AG1 rein dann haben. Ja, grün wäre es ja schon. Was mich noch, eine Frage, die mich noch interessiert, auch mit diesen Doppeldecker-Geschichten und diesen ganzen Geschichten. Warum ist eigentlich immer ein Abstand zwischen Laufen und Kraftsport? Also warum gibt es da immer einen Abstand und kann man eigentlich verschiedene Sportarten irgendwie auch sinnvoll kombinieren? Du kannst natürlich verschiedene Sportarten sinnvoll kombinieren. Der Abstand vom Kraft zum Ausdauer liegt daran. Drei Sportarten sinnvoll kombinieren. Schwimmen, ja. Radfahren, Laufen. Ja. Oh ja. Nein, erzähl mir weiter. Pfui. Was schon? Ich glaube, das geht gar nicht. Das sollte man mindestens 6 Stunden Abstand lassen, immer. Zwischen jeder Sportart. Jordi, ich dachte, wir haben dich auf den rechten Weg gebracht, aber was soll das? Ich hab nicht angefangen mit Sportarten kombinieren. Ja, das war der Peter, der hat gefragt, ob man Sportarten kombinieren soll. Und was fällt einem da als allererstes zwischen ein? Laufen und Kraft Abstand lassen. Ja, und ich wollte wissen, warum. Und ich glaube einfach aus tiefster Überzeugung, dass man zwischen den verschiedenen Sportarten einfach Abstand lassen sollte. Und die einzige richtige Antwort wäre gewesen, dass die Triathleten probieren, aber wie alles, was sie machen es falsch und Sportarten dürfen einfach nicht kombiniert werden. Gut, dass wir das jetzt hier wieder mal festgehalten haben. Das hat einfach auch keinen Sinn. Danke. Ja, es ist wie Aquajogging. Du kombinierst Sachen, die nicht zusammengehören. Ja, genau. Christoph. Wirklich wesentlich, liebe Leute, ist es nur nach dem Krafttraining und da auch im Speziellen, wenn wir von Hypertrophie reden, dass man da den Anpassungsprozessen die Zeit gibt, die sie brauchen und nicht direkt drauf ein Ausdauertraining macht. Umgekehrt geht's? Umgekehrt. Was heißt, ich gehe jetzt laufen und dann mache ich Kraft? Kannst du machen, ja. Würde es aber auch jetzt nicht direkt davor machen, wäre jetzt auch nicht wirklich produktiv, aber du kannst durchaus... Mhm. Wenn wir mittwochs in der Früh noch einen Lauf haben, am Abend ein Hypertrophie-Training einbauen, spricht nichts dagegen. Ja, aber. Okay, also am selben Tag ja, aber auch trotzdem dazwischen Zeit lassen. 6 bis 8 Stunden sollten dazwischen schon sein. Ja. Um da eben diese Anpassungen im
ja, in der Eiweißproteinsynthese nicht zu konterkarieren, ja, was du halt vom Krafttraining dann im Muskel zerstörst und was dann wieder aufgebaut werden muss, würdest du dann halt durch das Ausdauertraining komplett abschießen wieder. Und das dauert eben und Die Theorie ist ja gut und schön. Ich kann mich erinnern, ich habe mich sehr nicht immer dran gehalten. Schaut da an. Ja, war es wirklich ein Hypertrophie-Training? Ja. Ist halt die Frage, wobei in deinem Fall ist wahrscheinlich alles Hypertrophie-Training, was du machst. Aber okay, das ist halt der Punkt, da sollte man drauf aufpassen. Und ansonsten, bei Maximalkrafttraining, wie es jetzt du im Programm drinnen hast, ist es auch danach jetzt nicht unbedingt toll, aber kannst da 6 bis 8 Stunden danach wieder machen. Ja. Also ich würde da eher dem Körper die Zeit geben, da die Anpassungsmaßnahmen setzen zu können. Und in aller Ernsthaftigkeit, was ich festgestellt habe, früher, als ich das noch wesentlich ambitionierter gemacht habe, das Krafttraining, dass mir so regenerative Einheiten oder langsames Laufen dann eher ein bisschen geholfen hat, den kaputten Muskel wieder ein bisschen zu beleben und wieder zu durchbluten. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat mir geholfen. Versus, wenn sich aus irgendwelchen Gründen dann am nächsten Tag was Schnelleres dran, aber das hat mich dann meistens eher gekillt und das habe ich dann am nächsten Tag eher vermieden. Aber sowas Regeneratives hat mir, oder auch ein bisschen Radfahren, wenn man schon beim einen der verbotenen Sportarten damit reinbringen, dann hat mir dann eher geholfen, um da wieder ein bisschen, um mich da wieder nach vorne zu bringen. Welchen Muskel? Ja, wenn ich mich mit Krafttraining aus dem Leben geschossen habe. Was? Aber du hattest ja auch Abstand dazwischen, ne? Am nächsten Tag. Natürlich. Ja. Ey. Du hast ihn mit dem Ausdauertraining quasi versucht, jetzt nicht das Laktat rauszubringen, sondern den Muskel zu reaktivieren. Okay, check. Ja. Mhm. Aber das ist ja nicht so viel anders, wie wenn du jetzt eine intensive Einheit oder einen Wettkampf gehabt hättest und dann einen regenerativen Lauf machst, quasi, um den Muskel wieder ein bisschen geschmeidiger zu kriegen, oder? Ja, ich meine, du setzt halt einen anderen Reiz. Also Krafttraining ist halt was anderes. Ja, aber von der Idee her. Natürlich, natürlich. Ja, okay. Das ist richtig, ja. Aber es spricht nichts dagegen, eben Lauf und Lauf zu kombinieren. Nicht? Wenn ihr harte Intervalle habt und dann einen Regenerationslauf draufsetzt, ist das in Ordnung, ja. Von der Reihenfolge her. Und du kannst mir mal regenerative Intervalle reinschreiben. Na, Peter, du jammerst immer, dass du langsam bist, du jammerst immer, dass du weiter vorne dabei sein willst und dann musst du das machen, was man da sagt. Also? Aqua-Jogging-Intervall, bitte. Sicher nicht. Christoph, wie viel wäre es dir wert, im Peter einfach mal jetzt Aqua-Jogging ins Training reinzunehmen und schauen, was er, ob er es macht und wie er sich dabei so tut? Können wir schon machen, aber nicht da irgendwie so gut dazu kennen mittlerweile, dass und er das... Könnten wir zu den Aqua-Jogging-Intervallen dann vielleicht unser YouTube-Team hinschicken? Also dich. Ja. Ich bin ja für jeden Scheiß zum haben, aber alles nach dem CCC. Nein, aber du sagst immer Content. Ich meine, das wäre ja Premium-Content. Ich bin, für jeden, Alles ich bin klar. für jeden Scheiß zu haben, aber erst nach dem CCC. Ist notiert. Weil ist notiert, das ist der zweite Abend. Ist notiert. Ich schreibe es gleich in den Ich hatte mal einen Physio, der hat mir gemeint, nach dem Wettkampf ist Aqua-Jogging oder leichtes Bewegen unter Wasser das Allerbeste für die Regeneration. Ja, sowieso, es ist super gelenkschonend und du hast moderate aerobe Belastung. Man könnte sie natürlich auch auf ein Rad setzen, aber ist natürlich vom Bewegungsablauf nicht das Gleiche. Was hältst du von einem gut beheizten Whirlpool mit Sektflöten? Für mich? Noch ein Wettkampf? Und ich schaue dir dann vom Whirlpool beim Aquajoggen zu.
Ja, eigentlich. Ja, genau, genau. Super. Großartig. Wenn du vom Whirlpool schaust, das YouTube-Video an, das der Jordi gemacht hat, wie der Peter Aquajoggen tut. Oh, ja, so muss Content, so muss Content. Ja, aber tatsächlich, wir haben ja noch eine Geschichte uns aufbewahrt. Ja, weil meine Sicht der Dinge vom Mozart, vom Gehgurt und vom TTC kennt ja jetzt mittlerweile schon jeder. Deine ja nicht. Das stimmt, ja. Und wir bleiben deswegen auf meinen Wettkämpfen, weil ich bin offenbar der Einzige, der Würfel macht. Das ist so nicht richtig, das ist so nicht richtig. Ich muss eine Lobeshymne an Herrn Florian. Auf dich? Ja, ich war auch einmal wieder am Start. Ah, oh ja, stimmt, der hat ja einen Sommerlauf gehabt gemacht, richtig, und gar nicht langsam. Ja, es war okay. Ich war überrascht, ja. Und du auch? War gut. Ja. War gut. Ich meine, stimmt, du warst fast so schnell wie er. Naja. Er war nicht dabei. Ich habe neulich deine Rennen, nein, ich habe seine Rennen geschaut und der war da gar nicht so langsam bei den 5 Kilometer. Er war bei der On-Track-Night. Das ist korrekt. Und was bist du gelaufen? Naja, die Sub 20. Vierer Schnitt. Gehen sie noch nicht ganz aus, aber es wird. Ganz knapp, aber knapp am Viererschnitt. Das, in der das Klasse ist so U in der Masters-Klasse so nicht so schlecht. Ja, eben. Aber auch in der Klasse Uhu gibt es noch genug Schnellere. Ja. Also Alter schützt Verleistung nicht, meine Lieben. Ja, gut. Nein, da darf man nichts sagen, weil ich glaube, der Weltrekord bei der M80 ist immer noch schneller wie unsere Zeiten. Naja. Kommen wir zurück zu deinem Training. Mhm. Trainer, was sagst du? Ja, es läuft, würde ich sagen. Tadellos. Wir haben gehabt den Mozart. Es ist schon viel gesprochen worden drüber. Ne? War klassisch ein bisschen überzockt am Anfang. Minimal. Hast du aber eh schon super selbst erkannt und analysiert. Minimal. Ja. Ich hab's da eher, glaube ich, noch irgendwo. Brauchen wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht auch so breit treten. Es war halt wirklich, ich glaube, der erste Anstieg oder sowas, wo du ein bisschen wahrscheinlich drüber warst. Und ja, in der ganzen Länge mit Ermüdungsresistenz, das haut auch nicht so hin, oder in dem Fall hat es nicht so hingehaut. Ich weiß gar nicht mehr, wettertechnisch was heiß, genau. Heiß. Es war heiß. Ja. Und ich glaube, das war dann auch tatsächlich, also wenn ich mir jetzt die Trainings der letzten Wochen anschaue und jetzt vor allem auch das letzte, wo ich wirklich in das Mittagshitz gelaufen bin, meine 50 Kilometer, also 30 Grad zügig ist einfach eher ungeil. Ja. Und das war bei Mozart, war es auch bis zum Mittagskogel, sage ich schon, bis zum 12er-Horn war es gut. Erstens hat es mir dann aufgestrahlt, aber dann drüben beim Schafberg rauf, wie spät war es denn da? 12er, halb eins? Also das war genau. Ja. Oder war es 11, keine Ahnung. Aber es war halt Mittagshitze, 29 Grad oder so ein Spaß. Und da bin ich schon wieder, weil das war eben am Anfang. Hätte da noch ein bisschen mehr zugestanden, um den mal einzureihen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ab der ersten Labe, glaube ich, war das Kilometer 11 oder so, dass wir dann ein bisschen rausnehmen. Und das ist halt verdammt schwierig, ne, dem Rennmodus da ein bisschen wieder rauszunehmen und dann doch wieder auf Erholung zu schauen. Aber es war trotzdem eine super Performance. Und mit ins Ziel quälen dann in dem Fall halt. Aber ja, so ist es. Ja. Ja. Lustigerweise ist es ja nachher wieder besser geworden. Ja, klar. Du hast dich dann wieder also ab erholt. Erholt, ja. Also ja. Bis vorm Nockstein. Ja. Beim Nockstein nachher, dann ist es wieder gegangen. Ja. Na, aber vom Ergebnis her
Aber das dazwischen war halt böse. Tipptopp, ja. Gibt's eh nichts zu sagen. Gegut als Vorbereitung haben wir dann gehabt. War auch eine Top-Leistung. Da hat man halt wieder gesehen, ihr habt es ja schon diskutiert, glaube ich, eben die Verbesserungsmöglichkeiten bei den Anstiegen, ja, auf der Rudolfshütte als das hast du 57. oder so. Ja. wobei der Anstieg eigentlich nicht so schlecht war. Es sind halt die anderen ein Hauseck besser. Ja, das ist so. Ja. Und ja, wenn man sich das anschaut, du hast da mit 750 Meter durch die Stunde Höhenmeter, ist nicht so schlecht, ja, von der Aufstiegsgeschwindigkeit. Genau. Ja, aber gut ist es auch nicht, oder? Also 750 Höhenmeter ist jetzt pro Stunde auch nicht gut. Aber es ist... Weil, was ist so der klassische ambitionierte Aufstieg? 900 oder 1000 pro Stunde ist schon gut. Nehmen. Kann man schon machen, ja. Ja? Naja, wie war schon, Vertical K-Rekord liegt bei 27, aber das ist halt ein Kilometer volle Kanne und dann Ende. Aber ich glaube, so 800 bis 1000 ist so ein okayer Wert. Ich glaube, der Michael Arends hat immer mit 1000 Höhenmeter für sich gerechnet, bilde ich mir ein. Ja. Und der Michael Arends war jetzt kein Langsamer. Also ich bin da beim Jordi mit 1000 bist schon gut dabei. Aber ich finde, das ist, was ich das letzte Mal gesagt habe, ich meine, deine Ansprüche steigen jetzt und bergauf hinkst du halt noch deinen Ansprüchen hinterher. Ich habe das Gefühl, also ich glaube, das kann der Trainer bestätigen, du bist schon besser geworden bergauf, aber natürlich, jetzt kommst du halt dann in die, und dann ist zusätzlich noch bei so einem relativ kurzen Rennen, wo jetzt dann die da mitlaufen, die da vorne mitlaufen, auch noch ein bisschen spritziger sind vielleicht, als jetzt der auf 100 Kilometer eher ausgelegt ist. Das sind ja zwei Faktoren, die jetzt nicht dafür sprechen, dass du dann noch die 5% mehr rausholen könntest. Das war so mein Eindruck. Wenigstens hast du das nicht gesagt, das sind die ein bisschen jünger. Dass du alt bist mit deiner fast 50, ich meine, das ist mir echt klar. Naja, weil in der AK bin ich wenigstens Zweiter geworden. Genau, insofern ist es natürlich ein super Ergebnis, ja. Also muss man schon die Kirche im Dorf lassen und was die Fähigkeiten der anderen vor dir Platzierten betrifft, bin ich auch davon überzeugt, dass sie es schon wesentlich länger machen, ja. Abgesehen davon, dass teilweise halt schon auch jünger sind, ja. Und dann muss man sich halt schon dort einreihen, wo man hin kann, ja. Wobei ich bin davon überzeugt, dass noch einiges möglich ist und dass du eben auch über die weiteren Trainingsjahre noch zulegen kannst, ja. Also das ist natürlich schon klar. Und wo das Ende der Fahnenstange ist, wird man dann sehen. Wir werden es ausprobieren. Das fand ich auch aus meiner persönlichen Dings, dass ich die Peak meiner gefühlten Leistungsfähigkeit haben wir irgendwie dann gehabt, so nachdem wir 4, 5, 6 Jahre irgendwie gemeinsam gearbeitet haben. Ich meine, ich bin mit weitaus weniger Fähigkeiten ausgestattet als der Peter, aber so relativ gesehen. Andere. Ja, nein, ich meine bergab, dass ich sowieso logisch das nicht mithalten kann, aber so auch meine, weil du immer gesagt hast, die Maschine, aber das hat auch irgendwie Jahre gedauert, bis ich diese Bergaufmaschine irgendwie für mich entwickelt habe und gefühlt jeden Berg irgendwie zumindest in meinem Tempo einlocken konnte und dann raufkommen bin. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Ja. Finde ich halt, das ist halt so. Das ist korrekt. Siehst du, ich könnte auch Trainer werden. Das unterschätzen leider auch sehr viele, ja, dass es halt dauert. Jeder könnte Trainer werden, nur manche halt gute ich bin und manche schon schlechte. Das stimmt. Aber halt für Fußball. Das war da. Aber jetzt da haben wir ja noch den CCC vor uns und das Lustige ist ja, wir haben den Mozart mit einem 100er. Da war jetzt da nicht schlecht unterwegs. Dann haben wir einen Gegut mit 37. Das war eigentlich auch okay. Heute, wir haben im Frühjahr gehabt, den Lindkogel, der war auch so um die
35 um den Dreh. Und jetzt kommt der CCC. Das heißt, wir haben 235er und 200er. Mhm. Erstens, wie ist die Anlage jetzt für einen CCC, außer dass jetzt der Block davor ziemlich brutal ist? Das kann ich jetzt schon sagen. Und kann man davon eine Tendenz ableiten, was jetzt momentan, wie soll ich sagen, die geschickteren A-Wettkämpfe wären, also kürzer oder länger? Also beim Forecast für den CCC bin ich noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Dass der letzte Block jetzt ein bisschen härter ist, liegt einfach eben nur an den Back-to-Back-Geschichten, aber ansonsten ist es eigentlich harmlos von der Intensität her und das ist auch das, worauf wir halt abzielen in dem Fall, dass du eben wirklich nur mal schaust, dass du ein bisschen Umfang reinkriegst noch, Back-to-Back. Und was jetzt? Ein bisschen. Umfang. Wie viel hast du denn gemacht letzte Woche? 142. Ist okay, oder? Bissl. Sehr nice, ja. Ich wiederhole mich, Peter, du willst vorne mitlaufen. Du laufst nicht vorne mit, wenn du 20 Kilometer in der Woche laufst. Joi. Genau. Und ja, ansonsten, was den CCC betrifft, haben wir versucht, dass wir das von den Anstiegen her so abbilden, im Training möglichst, wie wir es eben dort spezifisch vorfinden, bis auf den ersten Anstieg. Das ist halt schwierig abzubilden. Ich glaube, das waren 1400 Höhenmeter. Ja. Fast, ja. Ich glaube, 1400, ja, 800, genau. 700, ja, sind die langen Anstiege. Genau, und dann kommen eben Col de Seine und die drei Hügeln zum Schluss, sind eben so um die 700, genau. Und das war eben auch das Prinzip, das wir versucht haben, da abzubilden im Training. Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren wird. Der große Vorteil ist ja, du kennst die Strecke jetzt mittlerweile. Es kommt dir sicher zugute, dass du das auch einteilen kannst, dass da in dem Fall vielleicht auch dann schon noch besser mit Körpergefühl arbeiten kannst, wenn der Puls dann nicht mehr so verlässlich wird. Das würde ich dann auch eben gerne noch umstellen, versuchen. Und was die Zukunft dann mit Wettkampfplanung betrifft, was da jetzt mehr Sinn macht, ich sehe da jetzt nicht unbedingt eine Tendenz, dass man sagt, man bleibt jetzt zwingendermaßen bei 40 Kilometer oder 50 Kilometer in dem Bereich, in der Klasse. Ich glaube schon, dass du bis zu 100 durchaus nächstes Jahr ein Ziel stecken kannst. Ja. Im Prinzip ist für dein Training ist nicht für Unterschied. Ja. Es geht im Prinzip immer ums Gleiche. Ja. Aerobe Kapazität ausbauen und Ökonomie verbessern. Das sind die zwei Faktoren. Und da werden wir einfach dran arbeiten und im Training vielleicht noch eine Spur schauen, dass man noch jetzt mit deiner Erfahrung, die du jetzt schon hast und deiner Basis, die du jetzt schon gebildet hast, dass wir da vielleicht dann noch mehr intensivere Blöcke reinbekommen. Ja, weil ich denke schon, dass wir sehr viel diesbezüglich ausgelassen haben, dass wir doch mehr in Richtung Z2, Z3, wenn gearbeitet haben, vielleicht anfangs ein bisschen im V2-Max-Bereich und da würde ich jetzt schon ein bisschen mehr in dem Bereich dann dich leiden sehen wollen. Mich leiden sehen, ja, okay. Aber, also sprich, du weniger
Umfang in dem Sinn, sondern mehr Intensität reinbringen? Oder was bedeutet das? Ja, so könnten wir es gut zusammenfassen. Ja, weil du halt den Ausbau deiner aeroben Kapazität am besten und am effektivsten und am schnellsten über die V2 Max reinbekommst. Und da würde ich schon auch nochmal dran ansetzen, wobei bei dir immer die Lage, die war, dass wir gesagt haben, ja, V2 Max ist sicher super. Du bist da, was das Kurze betrifft, extrem gut. Und wir schauen, dass wir eher deine Schwellenleistung ausbauen, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Und deswegen würde ich da schauen, dass wir da eben einen Block reinbekommen und trotzdem auch dann eben noch mehr, nicht nur V2 Max, sondern eben auch, es geht ja alles einher, ja, wenn wir jetzt auch im Z4-Bereich arbeiten mit Intervallen, wirst du auch an deiner V2 Max arbeiten, kannst gleichzeitig an deiner Laktatschwelle arbeiten. Die Grenzen verschwimmen ja in dem Bereich dann. Ja. Es ist ja nicht immer nur, dass du einen Wert ausbaust. Aber das ist so der Punkt, genau, wo ich das sehen würde, dass das Sinn macht, dass man auch eben über den Winter dann vielleicht dann wieder auch im Kraftbereich wieder ein bisschen was dazu macht, wieder einen Hypertrophie-Block einlegt, da jetzt deine Basis, deine gute auch hernimmt, um vielleicht noch mehr Intensität reinzubekommen. Jetzt haben wir mehr oder weniger sehr viel beidbeinig gemacht im Kraftraum, dass wir da jetzt auch mehr auf einbeinige Sachen umstellen und da noch mehr Fokus drauf legen auf diesen Wert. Und ja, so glaube ich, dass das ganz gut dann funktionieren kann. Ich würde mich dann auf den Winter speziell vorbereiten. Ich würde mir ein paar T-Shirts in einer größeren Größe kaufen, weil ich meine, du ganz bist ja jetzt schon als Cornetto und also ich sehe schon, wie sehr sich deine Leiber spannen. Und wenn du jetzt wieder so einen Max-Kraft-Block Peter, du gehst auf. Also ich würde zwei Nummern mindestens. Ja, und vielleicht denkst du dann mindestens drüber zwei Nummern größer. Ja. Die Türstöcke ein bisschen zu verbreitern, ne? Weil sonst musst du immer so schräg durchgehen und es ist, da kriegst du es dann im Kreuz. Unten im unteren Rücken hast du ein schnell Problem. Gell? Also hol schon mal Hammer und Meißel. Ja, und Gewichte nachkaufen. Ja, das ist ein Riesenproblem. Ja. Also ich war jetzt schon ein paar Mal beim Peter und also er geht halt nur noch seitlich durch, weil frontal passt er schon kaum rein und das ist halt Ja, der Christoph hat das gesagt. Der Christoph hat das gesagt, ich muss jetzt immer durch die Türstecke gehen mit diesen Terra-Bändern um die Füße durch und immer seitlich drehen und dann mit dieser Spannung durchs Ding durch und dann wieder noch drehen. Damit auch die kleinste Bewegung genutzt wird fürs Training. Genau. Also man wird da ja überhaupt Pizza holen auslassen. Nur mit Theraband. Und irgendwann kommen die mit der weißen Jacke, die hinten zugeht und holen dann ab von der Pizzeria. Naja, der Christoph schickt mir ja alle drei Tage auch 2x10 Kilo Handelscheiben, die ich noch aus dem Postkosten hochheben muss. Das heißt, dein Postler ist auch schon ein Cornetto. Ja, was glaubst du, mit dem lege ich mich nicht an. Der Trainer hat sich jetzt ein eigenes Lager gebaut, wo er den ganzen Handel hat, den er dann jeden Tag wegschicken kann. Genau. Alles nur für dich, Peter. Alles für dich, alles für den Podcast. Ja. Stark. Sonst habe ich tatsächlich jetzt dann nicht mehr viel. Richtung CCC, ich meine, da werden wir schauen, dass wir das hinkriegen. Ach so, ja, fürs Wintertraining habe ich schon noch eine Frage, weil du gesagt hast, dann das Ausbauen. Und zwar, das ist, redest du da von diesen Dingen exklusiv vom Laufen oder ist dann auch wirklich Indoor-Radlfahren, ich meine, Rudern geht nicht, weil ich habe kein Rudergerät, aber viele Leute sagen ja im Winter, wenn du Kraft aufbauen willst, bergauf, was auch immer, die Key-Einheiten sind dann halt auch, keine Ahnung, bergauf laufbahnend, am Radl intensivere Einheiten machen über längere Zeit. Das ist ja nichts, was du über den Sommer machst, aber ist das was für den Winter, was man sich vornehmen sollte?
Also ich rede, wenn ich von Intensivieren spreche, exklusiv vom Laufen. Du kannst von mir aus auch aufs Laufband zu mir kommen, wenn du magst. Aber Radeln als ergänzende Maßnahme gerne. Aber ich glaube nicht, dass wir da so spezifisch arbeiten können, dann wie das notwendig ist. Ja. Ich dachte nur von der, dass du Intensität quasi reinbringen kannst, ohne mehr die Gelenke zu schinden, im Endeffekt. Weil, wenn ich 15% Steigung mit dem Radl auf die Koffer, dann muss ich es halt nicht oben laufen. Ja. Es ist halt trotzdem unspezifisch. Das Einzige, was man vielleicht andenken kann, ist diese wirklich ganz kurzen neuromuskulären Ansteuergeschichten, Bergsprints, dass man da in dem Bereich, wenn es wirklich jetzt das am Radl abbildest mit so Microbursts, dass das noch am ehesten dem nahe kommt, aber ansonsten. Ja, aber die sind gar nicht lustig. Also so. Genau. Gar nicht. Aber ansonsten. Ich erinnere mich mit Schrecken, es waren die einzigen Radeleinheiten, die ich abbrechen habe, weil ich es uns erbrochen hätte. Dann müssen wir es doch nochmal machen. Warum? Damit ich zusammenwischen muss? Nochmal, Peter. Du willst schneller werden. Also tu. Ja, aber ich will nicht speiben. Du willst schneller werden. Und wenn du deine Grenzen verschieben willst, dann musst du an deine Grenzen gehen. Punkt. Die Überstörung kommt. Ruhe. Nein, wir werden das schon laufspezifisch halten. Also das ist zumindest das Ziel. Und ob da noch Platz ist für Rad, ist fraglich. Ja. Ja, muss man schon so sehen dann. Ja. Und du wirst froh sein, wenn du nach dem Laufen nichts mehr machen musst. Oder mal. Bin ich oft. Auch nur mit Umfang geht's gut. Aber Ernährung hilft, auch während dem Laufen, gell? Ja, so wichtig. Deswegen trinkt er jetzt ein Bier. Elektrolyte und Kalorien. Man muss das immer auffüllen. Kann man so nichts machen. So wichtig. Alles fürs Training. Na gut ist. Jo, habt ihr noch was? Nö. Nö. Lieber Trainer, es hat uns sehr gefreut, dass du uns wieder Rede und Antwort gestanden bist, gestanden hast. Hast. Bist, hast, wirst, hast. Sein, tun, haben. Was weiß ich, ist mir wurscht. Das war mehr es war viel zu lang. Es war viel zu lang, dass du zum letzten Mal da warst. Wir hoffen, dass es nicht mehr so lange dauert, bis du wiederkommst. Vielleicht, dass wir uns nach dem TCC dann nochmal zusammensetzen, dann können wir Peters Lauf genauestens auseinandernehmen und überlegen, wo er so glorreich gefinisht hat. In diesem Sinne. Genau, weil den Peter wird ja der CCC schon auseinandernehmen. Ja. In diesem Sinne danke ich dem Peter, dem Jordi und dem Trainer für tolle 1,5 Stunden und bis nächste Woche. Servus. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Pfiat euch.